Und komm, gehen weit. Und du, Titania, nicht kommen. Du musst weg, Oberin, so wütend. Ja. Nick. Titania. Oberin wünscht. Ja, genau. Bei Bett in Indien, indisches Baby. Genau so. Ah. Ben. Oberon. Titania. Schlimm. Alle Elfen abhauen. Depp. Verstehst du? Deine Brüste kannst du dir selber anfassen. Hä? Hab ich auch keine Angst. Okay, dann bleib hier. Kein Problem für dich. Mach ruhig. Bleib einfach easy. Easy. Ich merke, das ist dein Ort. Schalt dich aus. Lass das doch die Großen ausmachen. Das Bier habe ich jetzt nicht mitgenommen für hier im Wald. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Das ist scheiße. Ja, ich bin scheiße manchmal. Nee, vielleicht müssen wir einfach zusammen in eine Kneipe gehen und das ist irgendwie Regel. Man muss das ja nicht auch immer gleich streiten, weißt du? Ich meine, was ist denn unser Problem, wenn die da oben ein Problem haben? Ja. Ich meine, die zerheizen uns auch. Das Problem ist ja, dass ich den Oberon so liebe. Ja, aber das ist ja auch ein Fehler. Ich meine, das macht dich ja kaputt. Guck dich an. Du läufst hier morgens durch den Wald und guckst dich an. Du läufst rum wie ein Penner. Und du wie ein Gartenzwerg. Ich bin hier eigentlich am Frühsport, Mann. Das war Qigong. Du machst das doch ganz gerne nackig, oder? Och, aber wisst ihr, wie es ist? Kommt da gleich die Polizei. Okay. Ja. Nee, nichts für ungut. Ich bin jetzt also umsonst hierher gekommen, ja? Ja, nee, umsonst ist jetzt ein großes Wort in so einem Zusammenhang. Du hast ja auch eine Erfahrung gemacht. Und das ist ja für dich bereichernd. Ich habe keine Erfahrung gemacht. Doch, klar, wir haben uns kennengelernt und wir wissen jetzt viel mehr übereinander und können miteinander umgehen auch mit Sachen jetzt. Nee, Moment mal, ich kenne dich schon so lange. Wir haben uns nicht gerade kennengelernt, stimmt nicht. Echt? Ja. Na gut, ich werde jetzt auch vergesslich mit der Zeit, ne? Das viele Grün, das macht einen wahnsinnig. Ja, da unterstützt du ja auch noch, du ja, Penner, ne? Ja, soll ich sagen. Mit so einem Penner so, ne? Wenn du jetzt weggehst und wiederkommst, dann würde ich denken, wer ist denn das? Na, ich gehe ja auch nicht weg, ich gehe ja immer weg. Weißt du, ja. Unterschied. Bist du? Mhm. Ich gehe immer weg, immer du. Kann ich jetzt hier weiter Qigong machen oder? Das weiß ich doch nicht, bin ich dein Vater oder was? Naja, ich meine, du nimmst natürlich jetzt die Aura so ein bisschen raus hier. Die Aura, ja? Hm. Was ist denn das? Ja, das Ding hier, also das um uns rum. Das Aura, ja? Das ist die Aura. Mhm. Hm. Okay. Ja? Die habe ich jetzt weggenommen. Naja, du nimmst halt irgendwo anders hin mit. Aber die ist doch immer noch da, auch wenn ich da lang gehe, ist die immer noch da, die Aura. So habe ich das noch nicht gesehen. Mhm. Ich dachte immer, man nimmt das mit, aber du hast recht. Ja, das, nee, du, ich habe nicht recht, du kannst mir zustimmen, aber recht habe ich sicherlich nicht. Dann stimme ich dir zu. Ah, bist du ein Politiker oder was? Was ist das? Weiß ich auch nicht, da habe ich mal gehört. Die reden gibt auch so immer neue Worte, die Menschen, ne? Die ich glaube, das sind Popolitiker. Ah. Ja. Die halten gar nicht Politiker, die haben mich dran gelogen. Was? Ich glaube, alles, was man mir sagt, oder ja, was? Ja, ist aber ich glaube auch nicht, die Tanja, die kommt auch immer rein und sagt, wir arbeiten. Das ist doch voll die Schlampe, ey.
würde ich mich nicht zu unschuldig nennen. Doch, das ist eine Schlampe, die Titania. Die sind da ja so sehr offen, was Sexualität angeht. Also das ist ja so ein Ding von uns. Das sind voll die Ficker alle, ne? Ja, wir haben FKK erfunden. Was ist denn das? Na, das ist, wenn du nackt bist. Hä? Ja, wenn du keine Klamotten an hast, das haben wir erfunden. Also wir Elfen. Also bei der Titania, das ist sozusagen... Das ist aber eigentlich ein Ding gewesen, da war in der Reinigung, war das Seife alle und dann haben die Klamotten nicht sauber gekriegt und dann, was machen wir jetzt, wollen wir jetzt raus? Ja, dann gehen wir nackt. Und so ist das FKK, also quasi unser Ding entstanden mit dem Nackten. Ich dachte, dass immer mit den Nackten waren das von der Mama her. Also von der Mama, wenn ich rauskomme, war ich nackt. Echt? Ja. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich auch nicht, aber ich glaube, das ist trotzdem so. Ich dachte, ich bin aus dem Vogelei gekommen. Du bist aus dem Popoei gekommen? Vogelei. Oh. Dachte ich. Nee? Weiß ich auch nicht, woher du kommst. Ich weiß nicht, hat man mir erzählt. Also. Echt? Ja. Glaube ich. Ja. Gut. Ich denke, das haben wir. Ja, haben wir im Sack. Fühle mich auch besser. Ich auch. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Und vor allen Dingen habe ich mich mal ausgesprochen mit dir. Ja, ist super. Echt. Können wir uns, wenn wir das nächste Mal sehen, zwinkern wir, verstehst du, machen ihn noch Streit. Dann denken die da oben, oh, dass die sich kloppen jetzt wieder. Dann da. Machen wir so. Ja, so hinten oben so, ne? Was geht da ihren Scheiß Bier. Machen? Trinken wir einfach Bier. Ja. Hä? Ja, Elfen dieser Welt, vereinigt euch oder sowas. Genau, mit rückwärts geschrieben, reib, reib, reib. Reib, reib, reib. Reib, reib, Bier. Reib, reib, was? Reib, Bier. Ach, reib, reib. Ah, jetzt verstehe ich das. Das hat ja echt gedauert. Ja, also manchmal ist das so mit dem Primärchen. Nebier. Reiben, Nebier. Ja, das... Okay, danke.